Ja, servus und wieder willkommen zu Let's Play Borderlands. Jetzt in Anführungszeichen schon den zweiten Part mit mir. Ich hoffe, der erste hat euch getaugt. Wir nehmen jetzt hier gleich mal die zwei Quests an. Nämlich. Genau. Neue Mission. Die nehmen wir jetzt schon mal an und schauen mal, was wir zuerst machen. Wir haben jetzt zum einen die Mission. TK hat weitere Arbeit. Hey Fremder, solltest du noch unter den Lebenden wandeln, wartet Arbeit auf dich. Komm vorbei und ich erkläre es dir. Ist ein klein wenig über unserem Level. Der andere ist schon besser von Scooter. Hey, hier spricht Scooter. Wenn es dich irgendwo da draußen in Firestone gibt, solltest du es mit meinem Catch a Ride versuchen. Du findest mich gleich südlich von der Stadt. Ist schon 2 Monate nichts mehr los und ich bezweifle, dass es mit 9000 und den anderen Banditen im Anmarsch überhaupt noch funktioniert. Ja, dann checken wir das doch einfach mal aus, ob die Catch-a-Ride-Station noch was hergibt oder wir uns da erstmal als Mechaniker versuchen dürfen. Man darf gespannt sein. Im Hintergrund sehe ich auch, dass da kümmern wir uns gleich drum. Sehe ich nämlich schon wieder Banditen anlaufen, die es irgendwie nie lernen. Genauso wenig wie das laufende Vogelfutter hier. Jo, gute Nacht. Gut, was hat uns Guter denn jetzt Schönes weitergeben? Auch eine Mission, die eher blöd wäre jetzt zu machen. Mich soll der Teufel holen, wenn die Catch-a-Ride-Station nicht außer Betrieb ist. Die Diagnose sagt, dass das primäre Digistruct-Modul fehlt. Auch sehr interessantes Wort. Ohne das macht die Station gar nichts. Ich tippe auf Bonehead und seine Gang. Sie haben ein Lager, ein Stück die Straße runter. Ich wette, die Arschlöcher haben das Modul geklaut. Hol das Digistruct-Modul zurück und baue es wieder in die Station ein. Ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt erstmal zu TK Baha, holen uns da die Quest. Die müsste uns nämlich, wenn ich nicht vollkommen falsch liege, nach Skag Gully führen, wo wir noch ein paar andere Quests finden, die wir auch mit Level 6 ganz gut bewältigen können, damit wir dann hier die Quests weitermachen können, um uns auch in der Storyline ein bisschen nach vorne zu pushen. Danke. Einiges geht einfach nicht, wenn man nicht sieht. Schön, dich zu sehen. Seit dem Tod meiner Frau kommen nur selten Besucher vorbei. Wahrscheinlich bist du sogar mein bester Freund. Also, Freund, ich habe eine weitere Aufgabe für jemand Talentiertes wie dich. Genau, da kommen wir ja schon besser weiter. Wer winzt, wenn ich nicht schnellstmöglich mein Gemüse pflanze, werde ich den Winter nicht überleben. Mir ist allerdings der Klingblumensamen ausgegangen. Ich habe keinen Nachschub gebunkert, seit ich Skag Gully geschlossen habe. In den Höhlen dort wachsen die Pflanzen richtig gut. Die Skag-Kotze ist ein prima Dünger. Na, lecker. Wenn du für mich dein Leben und deine Körperhygiene riskierst, bekommst du eine Belohnung. Na, das hört sich doch super an und wir kriegen dafür auch, wie man hier schon sehen kann, ein Sniper-Rifle, das wir als Scharfschütze natürlich gut verwenden können. Und hier gehe ich mal auf die Kurzfassung. Wir müssen Scar eine Kugel durch den Kopf jagen und TK Baha seine Prothese wiederbringen, damit der Mann auch mal mehr oder weniger wieder laufen kann. Machen wir doch glatt. Springt ja auch immer was Schönes für uns bei raus. Das ist eigentlich momentan meine Zweitwaffe. Ah, immer noch der Clipper. Sehr schön, sehr schön. Die Skags lassen wir einfach mal in Ruhe. Die Low-Level-Kills bringen uns nicht wirklich weiter. Hat's weh getan? Aber es ist lustig. So. Sehr schön. Wie schmeckt dir das? Oh, Mann, 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 Mann. Die Viecher regen einen wirklich auf. Das ist eigentlich auch das einzig wirklich Nervige an Borderlands, dass selbst wenn ihr dann hier irgendwann mit
Level 40 durchlauft und zu nah an die Level 2er kommt, rennen euch immer noch 10 Gegner Level 2 entgegen, die ihr killen müsst, wenn ihr nicht wollt, dass sie euch ständig an den Eiern hängen. Naja, gibt Schlimmeres, aber es gibt auch definitiv Schöneres. Schauen wir mal, was es hier zu tun gibt. Hier sehen wir gleich wieder was Schönes. Du hast einen ramponierten Datenschreiber gefunden, den die Banditen fallen gelassen haben. Die Daten sind beschädigt und unbrauchbar, aber es könnte noch andere Geräte wie den in Skagalli geben. Suche nach zusätzlichen Beweise und bringe jeden, den du finden kannst, zum schwarzen Brett in Firestone. Sehr interessante Aufnahmen. Wie wenn man das Mikro zu nah an die Boxen hält. Na, komm her. Es macht einfach auch virtuell wie in der realen Welt immer Spaß, Dinge anzuzünden. Der primäre Grund für Nichtraucher, ein Feuerzeug bei sich zu haben, macht immer Spaß. Deswegen bedienen wir uns jetzt mal primär an der Waffe, die ist hier sowieso effektiver, weil man sonderlich viel Gegner zum Fernkampf eh nicht findet. Da die Skags einen meistens ja so richtig schön anspringen. Aber springen kann ich auch. Na gut. Ich glaube, wir kommen jetzt auch gleich zum ersten Mal zu meinen Lieblingsgegnern. Den lieben Rags, die einen wirklich, wirklich, wirklich ernsthaft in den Wahnsinn treiben. Wenn das mit denen so weitergeht, kann ich mich irgendwann einliefern lassen. Nicht, dass die Skags schon hirnrissig genug wären. Nein, wir müssen natürlich auch noch wirklich nervige Fliegengegner einbauen. Ja, wir haben jetzt auch eine Herausforderung abgeschlossen. Haben wir wahrscheinlich auch schon im ersten Part ein paar, aber da ist es irgendwie an mir vorbeigegangen. Wir verteilen jetzt erstmal unseren Skill Point wieder auf Damage und dann sage ich was zu den Herausforderungen. Die sind in Borderlands nämlich sehr schön gesetzt, weil man die Herausforderungen so oder so irgendwann im Verlauf des Spiels absolvieren wird. Aber man sieht hier einfach verschiedene Kills mit jeder Waffe. Wird man irgendwann früher oder später sowieso haben. Genauso 50 menschliche Feinde töten. Das steigert sich eben alles. Es kommt alles eigentlich irgendwann von selber. Auch das, früher habe ich das sogar mal geschafft, wo ich es noch effektiv jeden Tag über Stunden gespielt habe. Und es ist eben sehr schön, dass man dafür auch wirklich Erfahrungspunkte kriegt. Und zwar nicht wenig, die einem eben weiterhelfen, einfach schneller im Spiel voranzuschreiten. Und hier haben wir auch schon die Racks. Aber wenigstens haben wir hier so einen schönen Feeder-Rack. Der lässt nämlich jede Menge Zeug für uns fallen. Später dann sogar noch mehr. Wenn man ihn dann, wie ich gesagt habe, später mal mit dem Bloodwing trifft, sogar wirklich extrem viel mehr, weil dann natürlich die Gegenstände, die der Rax sowieso in seinem Bauch hat, plus die Sachen, die durch Bloodwing gedroppt werden, dazukommen. Ja, halt dein Maul dahin. Ja, du auch. Noch irgendwer seine Fresse aufreißen? Nein, schön. Doch. Ja, gut. Dann gehen wir hier jetzt mal weiter.
Da ist nämlich dann da hinten schon unser nächster Datenschreiber. Von, ich bilde mir einen. Ja, klar, steht ja auch da, von noch zwei, die wir finden müssen. Ich sollte mich vielleicht wirklich auch mal auf das konzentrieren, was am Rande des Bildschirms ist. Oh Mann, naja. Ach, komm schon. Ich meine, ist es wirklich notwendig? Ja, ihr seht, was ich meine mit den unnötig vielen Low-Level-Gegnern, die auf einen zurennen, obwohl sie nicht mehr als Kanonenfutter sind. Es wird dann auch irgendwie einfach nicht besser. Entweder... Oh, hören wir uns das Gestammel nochmal an. Schön. Das wird auch irgendwie einfach nicht besser. Entweder die Gegner sind vollkommen overpowered oder viel zu low. Und dann schauen wir doch mal. Naja, zumindest bringt's Kohle. Und was machst du? Du langweilst mich auch nur. Ja, unser Inventar ist voll. Dann machen wir das jetzt einfach folgendermaßen. Wir schauen mal, was uns am wenigsten Kohle bringt. Schau mal. Also, die können wir auf jeden Fall weghauen. Der kann auch Adieu sagen. Der ist recht. Die auch. Und dich will ich hier erst recht nicht. Ha, sieht doch schön aus, ne? Dann ist jetzt das Erste, was wir mal machen. Hoffen, dass wir bei dem Sturz nicht draufgehen. Sehr schön. Und den restlichen Müll, den wir jetzt im Inventar haben, einfach verkaufen. Das habe ich nämlich dummerweise gerade, wo wir hierher gekommen sind, vergessen. Dass es ja auch noch sowas wie ein scheiß Inventar gibt, um seine Sachen aufzubewahren. Und das natürlich auch voll werden kann. Ist eigentlich egal, wo wir es verkaufen. Aber dann können wir auch gleich mal die Munition abchecken. Da behalten wir doch die mit 8x11. Oder was gibt's denn dazu für schöne Boni? Ja, wir behalten mal die mit 8x11 Schaden. Die hat nämlich auch noch schöne, schöne Boni auf die Nahkampf-Damage und sowieso und überhaupt. Da wir jetzt aber, glaube ich, dann auch gleich theoretisch an Scar vorbeikommen, der müsste hier mehr oder weniger auf dem Weg liegen. Genau. Naja, den holen wir uns auf dem Rückweg. Wir holen uns jetzt erstmal den Datenschreiber noch. Ich lege aber auf jeden Fall schon mal statt dem Clipper die Shotgun rein. Weil ich glaube, das ist so ein Teil, das zwei Kugeln gleichzeitig verschwendet. Und die sind ziemlich unangenehm. Für die Gegner, die die Kugeln fangen, drücken wir es mal so aus. Oh, wir sind sogar auf dem richtigen Weg. Eureka! Ja, ich glaube, wir hatten so ein Freundchen wie hier vor mir jetzt noch nicht. Deswegen sage ich dazu kurz was, das sind Arschlöcher. Also, ich meine wirklich, als ob die Skeks nicht schon hässlich und stressig genug wären. Nein, wir bringen noch welche dazu, die einen ankotzen wollen. Da kommt doch wirklich Freude beim Spielen auf. Ich meine, was ist los mit euch? Ganz ehrlich. Es ist fast genauso schlimm wie... Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber wie diese kotzenden Zombies aus Left 4 Dead. Wer will denn sowas? Ich meine, wer will denn in so einem Spiel auch noch angekotzt werden? Seht ihr, was ich meine? Seht ihr, was ich meine einfach? Und die Dinger sind auch noch einfach porthässlich. Ich meine, ich weiß nicht,
wer auf die Idee gekommen ist, dass diese Viecher irgendwie besser ausschauen, wenn sie auch noch einen grünen Panzer auf dem Rücken haben. Aber gut, wird wohl Geschmackssache sein. Ja, und ich sag's mal, wie es ist. In der Shotgun habe ich mich wirklich getäuscht. Die ist nämlich wirklich irgendwie gerade zu nichts zu gebrauchen. Oh Dreck, oh Dreck, oh Dreck, oh Dreck, oh Dreck, oh Dreck, oh Dreck. Scheiße. Nein. No, getroffen habe ich. Na, bitte, geh doch. So, und hier haben wir auch gleich den zweiten Datenschreiber und ich, Idiot, hab vergessen, meine Munition aufzufüllen. Ja, ist ja gut, Kollege. Dem organisieren wir irgendwann auch noch Tabletten gegen seine Magenbeschwerden. Genau, dann holen wir uns jetzt mal die Prothese von TK Baha zurück. Jetzt lege ich die Shotgun doch wieder rein, weil meinen Clipper brauche ich dann für Scar. Halt dein Maul! Halt dein Maul, hab ich gehört. ja, schön. Wir nehmen jetzt, glaube ich, besser mal ein Medikit. Wäre auf jeden Fall von Vorteil. Und wir legen uns mal dieses Schild rein, das uns noch ein bisschen mehr Verteidigung bringt. Das ist, glaube ich, mittlerweile gar keine so dumme Idee. Das ist noch ein Skeckwelpe und das riesenhässliche Ding hier ist Scar, wie ihr lesen könnt. Und der hat TK Bahas Prothese gefressen. Und kriegt jetzt deswegen auf die Gosch. Ja, genau. Dann, wenn man den Critical Hit landen kann, muss man natürlich nachladen. Eine der Grundregeln in Borderlands, habe ich so das Gefühl. Gehst mir wirklich auf die Nerven, mein Freund. Ich hasse Spucker. Leute, ich sag's euch, ich hasse diese Tiere wirklich. Und ich glaube, Scar ist gerade irgendwo runtergefallen. Kann das sein? Oder ist er wieder mit Full HP hier? Oder? Ja, toll, noch mehr von den Viechern. Ja, wenigstens hat er mich wieder aus unerfindliche Grün Full HP. Ist zumindest eine positive Sache. Gott sei Dank, Herrgott, jetzt noch die Deppen da raushauen. Da hat mich doch gerade noch was angekotzt, oder? Nein? Na, soll mir recht sein. Aber ihr seht schon, die Bosse in dem Spiel, die droppen immer ganz gut. Und da hatten wir jetzt gerade TKs schöne Prothese. Und Heureka Munition en masse. Wurde ja auch langsam Zeit, da ich Idiot vergessen habe, mir neue zu kaufen. Und wir verteilen wieder einen Skillpunkt auf Damage. Und da wir jetzt auch schon Level 8 sind, können wir uns auch mal... Ich soll wohl teilen, ne? Naja, können wir uns auch mal
ganz vorsichtig und draufgängerisch an Wer Wind sät machen. Das letzte Mal, wo ich die versucht habe, ist die ziemlich nach hinten ausgegangen. Zumindest in dem Level noch, weil da später teilweise wirklich ja, also was ich schon am Anfang mal erwähnt habe mit dem Tutorial, mein, es ist schon freundlich, weil diese riesige Anzeige, die mitten im Bildschirm ist, wenn man über einen Gegner drüber geht, die kann man auch schon mal sehr leicht übersehen. Wie dem auch sei, wir müssen jetzt die Klingenblumensamen sammeln. Mein Gott. Was für ein Zungenbrecher. Und was ich gerade sagen wollte, als Claptrap mir ein bisschen ins Wort gefallen ist, hier kommen später nämlich auch wirklich ungemütliche Gegner. Und ich rede jetzt nicht nur von den ausgewachsenen Skags, die sind auch schon recht nervig, aber wie ihr auch im Verlauf des Let's Plays merken werdet bei... Ah ja, genau, sowas meine ich. Hab ich jetzt so früh zumindest nicht mitgerechnet. Die Dinger sind am Anfang zumindest echt biestig. Der hat auch noch keinen Bock zu brennen. Doch, jetzt. Aber ihr seht, ich bin nur 2 Level unter dem. Und das kommt mir vor, als würde ich mit Papierkügelchen auf ihn schießen. Und selbst der ausgewachsene Skag unter der Elementarwaffe, der fackelt mir einfach nur so weg. Aber der Typ hier, die sind auch definitiv abgefuckter als Scar. Genau, und wenn wir ihn jetzt schaffen, ihn zu killen, wie es hier links steht, kriegen wir neue Stärke und können weiterkämpfen. Hätte das jetzt so nicht geklappt, wären wir an dieser anfänglich bezeichneten New Use Station wieder auferstanden. Gegen eine geringe Gebühr werdet ihr bestimmt auch noch miterleben, befürchte ich. Auch wenn ich mir was anderes wünschen würde. Da ist das Medikit. Nun gut, seien wir froh, dass es jetzt geklappt hat und dass hier in diesem kleinen Bereich so unglaublich viele Gegner sind. Wer hat sich das denn schon wieder ausgedacht? Ganz ehrlich. Ach, komm schon. Na, jetzt haben wir auch mal eine etwas bessere SMG gefunden. Die werden wir aber, wenn dann, nur ab und zu verwenden. Und das auch erst, wenn wir ein paar mehr Waffenslots haben als einfach nur 2. So, und das ist jetzt wieder ganz schön, weil die Drecksviecher hier nicht hochkommen. Also setze ich mich hier hin und schieße denen ein bisschen in den Rücken. Wie man das eben kameradschaftlich so macht unter Schatzjägern und Skags. Kabisch. Oh Mann. Ja, die schreien dann nämlich meistens häufiger rum, wie ihr sehen könnt. Und tanzen auch ein bisschen. Und dann kabisch. Ja, seht ihr, immer wenn die das Maul aufmachen, bin ich gerade am Nachladen.
oder treffe dann nicht. Warum treffe ich denn nicht? Ich bin doch sogar schon in der Hocke. Na, gestern wohl zu viel Schnaps getrunken und zu wenig Zielwasser. Kann durchaus sein. Ach, komm schon. Das ist eben auch das Problem von Borderlands, dass einfach ihr noch so gute Schützen sein könnt, vor allem am Anfang, dadurch, dass es eben auch die Rollenspielelemente beinhaltet und eure Waffen bestimmte Zielgenauigkeiten haben. Selbst wenn ihr perfekt berechnen könnt, wie der Gegner läuft und wo ihr hinschießen müsst, um den Kopf zu treffen oder was auch immer. Und wenn die Zielgenauigkeit von der Waffe nicht mitspielt, dann spielt sie halt nicht mit. Und dann könnt ihr noch so gute Scharfschützen oder sonst was sein, dann habt ihr einfach verkackt. Vor allem schön ist es, da meistens dieser Effekt eintritt, wenn man ihn absolut nicht gebrauchen kann. Zum Beispiel, wenn gerade drei knallharte Gegner auf einen zu rennen, und ich meine damit den Typus knallhart, den ihr gerade gesehen habt. Was haben wir da denn aufgenommen? Nichts Besonderes, also lassen wir es. Ich glaube, ich habe schon wieder mal, ja, genau, verkackt, hier die Klingenblumensamen aufzunehmen. Das mache ich gerne, sowas. Nenn es gerne Videospieldemenz. Irgendwo hinlaufen und dann vergessen, warum bin ich eigentlich hier? Und am besten noch verdrängen, dass man ja ein Questlog hat und eine Anzeige. Und das alles. Scheiße. Habe ich mir irgendwie anders ausgemalt. Ich meine, die kotzen ja nicht nur. Die kotzen Kugeln auf einen. Ich meine, es ist doch echt widerlich. Gott schon. Könnten die nicht irgendwie einen mit Blümchen bewerfen oder sowas? Wäre doch viel schöner, würde ein bisschen Freundlichkeit in diese stinkenden Haufen aus Knochen und Erde bringen. Und wie ich schon gesagt habe, Sammlerspiel, also... Oh nein, 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 nicht schon wieder. Die Bereiche immer durchsuchen, auch wenn dann solche Viecher kommen. Und man sich denkt, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich habe einen Fehler gemacht. Stirb! Stirb! Stirb doch! Okay, der war knapp. Ich hoffe, wir haben noch... Nein, natürlich haben wir kein Medikit übrig. Das wäre doch zu einfach. Gut, dann schauen wir wenigstens mal, ob sich das irgendwie gelohnt hat. Ach, komm schon! Mein Gott. Ja, die Transportergranaten, die mag ich nicht so sehr wie die Murph-Granaten, aber der Granatenmod bringt uns deutlich mehr Damage. Also 20 Schaden zu 11, dann nehmen wir die explosive Longbow. Wenn ich noch, ach ja, genau, hier habe ich ja noch, dann kann ich es euch sogar zeigen, wenn ich hier so einen kleinen Granatenüberschuss habe. Das sind die Longbow, meine Damen und Herren, und das geht auch über deutlich längere Strecken. Yep. Wird genommen. 119 Schaden. Scheiße, wir brauchen dafür Level 10. Na gut.
Müssen wir eben noch ein bisschen warten, aber da muss ich auf jeden Fall drängen, die aufzubewahren und die nicht zu verkaufen. Hat zwar auch eine nicht so gute Zielgenauigkeit, aber es ist bei den Snipern die paar Punkte, wenn man sich wirklich schon im 90er-Bereich befindet. Ja, kann man auch vernachlässigen. Ach, was machst du denn, Mann? Und ab diesem Zeitpunkt werde ich langsam panisch, weil da sind mir das letzte Mal zwei knallharte Skeks entgegengekommen, während mich noch ungefähr die ganzen anderen kleinen Skeks, in Anführungszeichen, die hier rumlaufen, auch noch angegriffen haben, und da war es dann wirklich vorbei. Da habe ich mich dann weinend an der New U Station wiedergefunden. Nicht jetzt. Ja, komm, kill mich, dann habe ich nämlich ein bisschen mehr Leben. Komm. Und Kabüsch. Kabüsch. Geht doch. Ja, der Idiot hat uns auch ein bisschen Pistolenmunition gegeben. Sehr schön. Aber ich muss sagen, das mache ich manchmal auch ganz gerne, wenn ein Gegner da ist, wo ich genau weiß, den kann ich dann noch schnell killen. Mich wirklich von dem in diesen Schwächemodus bringen lassen, weil ich danach einfach... Man hat dann danach, wie ihr gesehen habt, mehr Leben als vorher. So, und ab jetzt mache ich mir auch keine Sorgen, dass die Mission was wird. Da wir jetzt schon wieder unser Level up haben. Bild mir ein, hier gibt es noch wirklich ein paar richtig schöne Sachen zu finden. Also in diesen Skag-Kotzehaufen natürlich nicht, aber... Na, was habe ich denn jetzt gerade aufgenommen eigentlich für eine Sniper? Vergleichen wir mal. Keine bessere als meine, also bleibt die dünn. Kabisch. Halt dein Maul. Halt dein Maul. So, geht doch. Das dürfte jetzt, glaube ich, langsam mal mit den Skags gewesen sein. Hoffe ich zu... Ach, komm. Inventar wieder voll. Aber wir schauen mal, was die Waffenkiste hergibt. Jip, schaut gut aus, aber von der Damage her und allem. Nee, du. Hab ich Besseres in meinem Inventar und gerade in meiner Hand. So, dann nehmen wir uns hier noch die Kohle mit. Und ist mir jetzt herzlich egal, ob hier noch irgendwelche Gegner sind. Ich schaue jetzt einfach mal, dass ich wieder zurückkomme nach Firestone, um unsere Quests abzugeben, die uns dann eigentlich auch schon auf den Level 10 bringen müssten jetzt. Dürften wir eigentlich genug dafür haben. Ihr merkt schon, einfach nicht umdrehen. Das ist gar nicht da. Wir tun einfach so, als hätten wir das gar nicht mitbekommen. Da sind gerade keine Skags hinter mir her. Nö. Ja, genau. Arid Badlands heißen die. Stimmt nicht. Firestone ist ja nur das kleine Städtchen da.
Genau. Herrgott im Himmel. Ja, also vor allem jetzt, wo wir noch höher sind, ihr versteht, was ich meine. Man kommt sich irgendwie vor wie beim Metzger. Aber gut. Wenn's die Skeks warum auch immer brauchen, ich weiß nicht, ob die sich daran aufgeilen, sich wie die Lemminge in ihr Verderben zu stürzen. Aber gut. Wer Freude daran hat, soll doch machen, Mann. Du bist kein Skag, oder? Nein? Dein Glück. Ich schieße nur Skag. Ja, genau. Und ich habe wieder vergessen zu verkaufen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal in die Stadt. Ich verkaufe meinen Schrott und dann komme ich wieder zurück. Und schau mal, was der uns für eine schöne Sniper-Rifle gibt. Ja, kapisch. Aber ich fand auch immer die, mal wieder was zum Spiel an sich zu verlieren. Ich fand auch schon immer die Nachladeanimationen und auch die grafischen Details sehr schön. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mal einfach in die Linse schaut von dem Sniper Rifle, dass man wirklich in der Reflexion praktisch sieht, was man dann auch sehen würde, wenn man durchschaut, so mehr oder weniger. Und es ist irgendwie eine Detailarbeit, die ich sehr zu schätzen gewusst habe, weil ich sowas in vorhergehenden Spielen eigentlich noch nicht gefunden habe. Ich glaube, das hier haben wir auch noch nicht gemacht, sicher bin ich mir nicht. Genau, wir können hier jetzt unsere Munitionskapazität verbessern. Für die Sachen, die wir eben öfter verwenden. Das heißt, ich mache auch schon mal den Revolver, obwohl wir noch gar keinen Revolver haben. Aber da ich später eigentlich fast nur mit Revolver, Shotgun und Sniper Rifle spielen werde, ist das auf jeden Fall sinnvoll. Ich überprüfe nur gerade mal die Munition. Sind schon wieder. Ach komm schon, die sind mir nicht wirklich in die Stadt. Ach komm schon. Wie bescheuert seid ihr, Wichser, denn? Mein Gott. Okay, kann ich jetzt in Ruhe weiter shoppen? Dankeschön. So, kaufen, 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 kaufen. Und verkaufen. Brauche ich nicht. Schauen wir mal, was jetzt hierbei rausgekommen ist. Mit Hilfe der Daten aus den drei Rekordern konntest du folgende Nachricht rekonstruieren. Ihr Faulpelze wolltet euch Sledge-Männern anschließen. Schön, schlagt ein Lager in Skag Gully auf. Diese Firestoners werden sich in die Hosen machen. Es klang, als wäre dieser Sledge die eigentliche Bedrohung. Naja, das hat sich ja eigentlich auch schon vorher herausgestellt. Aber gut. Wir haben jetzt auch ein Shield bekommen mit einer langsamen Gesundheitsregeneration. Werde ich mir jetzt nicht reinhauen, weil diese langsamen Gesundheitsregenerationen eigentlich herzlich wenig bringen und uns dadurch 10, oder? 10? Ich glaube 10. Ja, ein bisschen weniger als 10 Shield-Einheiten verloren gehen. Heißt, unser Leben wird schneller angegriffen und dann bringt mir auch die langsame Gesundheitsregeneration nicht sonderlich viel. Dich habe ich gesucht. Danke. Einiges geht einfach nicht, wenn man... Oh, und schon mal.
Ich glaub's nicht, du bist durch Höhlen voller Skeck-Scheiße gewartet. Bin ich. Oh Mann, nein. Damit ich im nächsten Jahr nicht verhungere. Das nenne ich Nachbarschaftshilfe. Du solltest das hier haben. Komm in ein paar Minuten wieder, dann koche ich dir meinen berühmten Klingenblumeneintopf. Ich glaube, darauf können wir schön verzichten. Und mal schauen, was er hier noch will. Alles klar, da ist ja mein altes Bein. Sieht ein bisschen angekaut aus, aber ich glaube, ich kann es reparieren. Danke, dass du es mir zurückgebracht hast. Ja, kein Problem, Alter. Jederzeit wieder, vor allem wenn wir dann so eine schöne Shotgun kriegen. Die klatschen wir uns auch gleich mal rein und ich muss ehrlich sagen, ich habe auf die Sniper gerade gar nicht geachtet. Was wir da von ihm bekommen haben. Die Vicious Sniper, genau. Ich kann mich aber erinnern, die... Nein! Doch nicht wegwerfen! Dreck! Vergleichen wollte ich die, genau. Und mit der, die wir gerade haben, auf jeden Fall deutlich besser. Aber die ist eben nochmal ein Stück besser. Deswegen hauen wir uns jetzt die Liquid Sniper rein. Die passt doch auch farblich super zu der Shotgun. Würden jetzt irgendwelche weiblichen Spieler sagen. So wie Vergleich Schuhe zur Handtasche. Ich sag eben, meine Sniper passt farblich super zu meiner Shotgun. Gut, dann jagen wir jetzt den Bonehead. Und verteilen erstmal unseren Skillpoint, den ich irgendwie schon wieder erfolgreich ignoriert habe. Genau, und jetzt, da wir 5 Punkte dafür ausgegeben haben, ist uns auch die nächste Spalte freigeschaltet. Und da wird es jetzt auch langsam lustig. Nachladegeschwindigkeit aller Waffenarten verbessern und dass uns Gesundheit vom Angriff übertragen wird. Wir machen das aber schön Feld für Feld. Das heißt, ich werde jetzt dann erstmal auf den Diebstahl skillen, dann auf flinke Hände und dann auf blutrünstig. Und dann haben wir das Feld auch schon lange komplett freigeschaltet. Und schauen mal, auf was wir dann danach skillen. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal wirklich drum, dass Bonehead eine Kugel durch den Kopf kriegt. Ich habe echt nicht mal mitbekommen, dass ich jetzt Level 10 bin. Coole Sache. Da ist er auch schon. Und er läuft genau auf die Fässer zu. Kabisch. Normalerweise sind hier deutlich mehr Banditen. Keine Ahnung warum, gerade nicht. Soll mir recht sein. Gut, dass ich jetzt festgestellt habe, dass man mit dem Teil auch schneller schießen kann. Genau da ist ja der Rest. Brennender Psychopath, die Typen sind auch echt irgendwie ein bisschen verstörend. Ja, genau, wir haben auch knallharte Gegner eben bei den Banditen, eigentlich bei allen Gegnerarten. Also wir haben später auch knallharte Rucks. Und so weiter und so fort. Den setzen wir jetzt erstmal unter Strom. Ein bisschen. Oder auch nicht. Hat ihn irgendwie nicht gestört. Obwohl er direkt daneben stand. Ach, komm schon. Mit Granaten um sich werfen. Das macht man doch nicht. In deinen Kopf, Junge. Gut, das hätten wir erledigt. Dann schauen wir mal, was hier Schönes gibt. Jede Menge Kohle, wie man sehen kann. Und Klebegranaten. Aber auf Klebegranaten stehe ich echt überhaupt nicht.
und seine SMG, die eigentlich sogar wirklich böse ist. Einfach schon allein deswegen, weil sie 60 Schuss hat. Also die Waffe hätten sie auch Abenteuer-Dauerfeuer nennen können. Weil anders verwendet man das Ding eigentlich nicht. Jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass wir hier unser dickes Druckmodul kriegen. Und sammeln noch hier die restlichen Sachen alles schön ein. Und ich glaube, wir nähern uns dann auch schon mehr oder weniger wieder dem Ende von diesem Part. Glaub, müssten jetzt schon wieder langsam so bei circa einer Stunde Spielzeit sein. Wir werden aber auf jeden Fall jetzt noch in aller Ruhe das Catch a Ride reparieren und da auch die ersten Missionen mitmachen, weil es einfach super witzig ist, mit den Karren da rumzufahren. Ich glaube, ich habe jetzt auch im Vergleich zum ersten Part festgestellt, warum der Müll so geleckt hat bei mir, und das sollte jetzt eigentlich besser sein. Könnt ihr mir ja mal drunter schreiben, ob das im Vergleich zum ersten Part eine Verbesserung ist. Und mal schauen, was Scooter zu melden hat. Siehst du, es passt genau hier rein. Kann jeder Affe. Hör zu, danke für deine Hilfe, ich besorge dir ein kostenloses Fahrzeugkonto, dann hast du eine Karre, bis meine Dankbarkeit verflogen ist. Jetzt hast du alles, was du brauchst. Und wir überspringen jetzt die Pisswash-Hürde. Du musst noch ein Hindernis überwinden, um aus Firestone zu entfliehen und Sledge verfolgen zu können. Seine Banditen haben auf der Hauptstraße ein Tor errichtet. Um zur Steuerung zu gelangen, musst du die Rampe hinauffahren und über eine Rinne springen, die sich Pisswash nennen. Die sie Pisswash nennen, genau. Dann kannst du sie aus dem Hinterhalt angreifen und das Tor öffnen. Ich hol mir noch schnell die letzten Quests vom schwarzen Brett, auf die uns gerade der kleine Claptrap aufmerksam gemacht hat. Vielleicht können wir da ja auf dem Weg gleich eine abschließen noch. Genau! Blutige Reifen, eine meiner Lieblingsquests. Scooter lässt euch diese Pumas fahren, ja? Weißt du, was lustig wäre? Es ist wirklich lustig, Leute. Straßenkills. Über jedes lebende Ding zu fahren, das dumm genug ist, vor unseren Kühlergrill zu laufen. Aber ich wette, du bist zu zart beseitet. Na, das werden wir mal sehen. Ich wette 500 Credits, dass dir der Mumm fehlt, einen Straßenkill durchzuziehen. Und hier müssen wieder Tagebücher sammeln. Hier spricht Patricia Tennis und ich spreche jeden an, der nicht nur Stroh im Kopf hat. Hey, das sind wir. Ich habe 5 Datenrekorder in den Arid Badlands versteckt und will sie wieder haben. Warum hast du sie denn dann versteckt? Naja, hör dir jede Aufzeichnung an, dein Echo-Gerät wird alles aufzeichnen. Sobald du alle 5 Aufnahmen zusammen hast, musst du sie auf das schwarze Brett übertragen. Also ein hochtechnisiertes schwarzes Brett. Wir schauen jetzt erstmal, dass wir uns die erste richtige Quest reinhauen, und zwar die Pisswash-Hürde. Ihr seht auch schon, vor der Quest steht Sledge, also es steht vor allen Quests, die wir brauchen, um eben zu dem Genossen Sledge zu kommen. Und wir können hier unsere Primärwaffe aussuchen. Wir behalten einfach den Rocket Launcher, machen unsere Karre natürlich schwarz, Fahrzeug generieren und teleportieren uns in den Fahrersitz. Ja, hier seht ihr die Steuerung ganz normal, bis auf eben das Space drücken, um einen Feind anzuvisieren, und den Boost und zum Geschütz wechseln. Und man kann damit auch wieder in den Fahrersitz wechseln. Wenn man dann Koop spielt, hat man natürlich mehrere Autos. Und da sind dann auch Leute. Und jetzt geben wir mal Gas, damit wir hier auch schön drüber kommen. Oh Mann, bist du gerade in einem von meinen Karren über die Pisswash-Galli gejumpt? Mann, ey, sag Bescheid, wenn du sowas machst. Das war voll abgefahren. Und Streetkill, Bitches. Genau. Brauchen wir aber 10 Stück. Soll mir recht sein.
Jo, da ist der Arm. Würde sagen, der ist tot. Bevor wir jetzt hier den Hebel auslösen, machen wir erstmal unsere Street-Kill-Mission fertig. Wie gesagt, ist ziemlich witzig. Das Auto nimmt dabei immer ein bisschen Schaden, aber auf vernachlässigbarem Niveau, würde ich behaupten. Jetzt bin ich Idiot hier in den Level wieder zurückgefahren. Ich habe das irgendwie nicht bedacht. Dann aber ist kein Thema. Dann können wir nur nochmal so super lässig über die Pisswash-Hürde springen, wenn ich nicht an einem Kaktus hängen bleibe. Und dann geben wir wieder Gas. Und da sind wir schon wieder. Back in the game. Und jetzt öffnen wir das Tor, fahren zurück nach Firestone. Sledge hat alles getan, um Reisen zwischen Firestone und New Haven zu verhindern. Aber jetzt gibt es ein Hindernis weniger. Die Leute können sich wieder frei bewegen. Und ihr habt gerade im Hintergrund gehört, Zed hat was für uns. Kehre zu Zed zurück und teile ihm mit, dass du den Catch a Ride repariert hast. Er wird sich darüber freuen. Quetsch ihn ein bisschen aus, er wird sicher etwas für deine Mühe ausspucken. Wenn nicht, kannst du ihm bestellen, dass Scooter ihn persönlich besuchen wird, um ihn eine Abreibung zu verpassen. Ja, ist doch cool. Kriegen wir auch noch eine Belohnung. Und wir haben sogar wieder neue Missionen. Raus aus der Karre mit einem lässigen Schwung über den Sitz. Und ich nehme jetzt erstmal wieder die Quests an. Und gebe die blutigen Reifen ab. Haha, das war jeden Cent wert, aber sei vorsichtig. Scooter versteht keinen Spaß. Er hat mir meine Cash Ride Erlaubnis entzogen, nachdem ich mit zu viel blutbeschmierten Pumas zurückgekommen bin. Und Schockkristallernte, da brauchen wir aber noch ein paar Level, seht ihr, Schwierigkeit unmöglich, und die sind wirklich unmöglich. Jetzt gehen wir erstmal zu Zed. In der Nähe der Kreuzung auf dem Weg zur Mine findest du einen gewissen Chef. Slash hat seine ganze Familie getötet und ein Zelt daraus gemacht. Echt hart. Dieser Chef ist ein guter Typ. Wäre schön, wenn du ihm helfen würdest. Na, natürlich helfen wir dem. Ich meine, die Familie als Zelt ist jetzt nicht so schön. Da hat man doch ein bisschen Beileid. Ich mache nicht gern Komplimente, aber das war gut. Die hiesigen Bewohner meinten, du hättest die Barrikade beseitigt und wärst nach New Haven abgehauen. Ich wünsche dir wirklich Glück, aber es wimmelt noch von Banditen in dieser Gegend. Sledge ist immer noch da draußen und unter uns gesagt, ich bewege meinen Hintern nirgendwo hin, bis ich genau weiß, dass ich nicht aufgespießt werde. Und wir kriegen auch ein schönes Speicherdeck-Upgrade. Dürfen uns dann mit Sledge treffen. Mit Shep treffen. Ich glaube, du kannst Sledge jetzt jagen. Du findest ihn vermutlich in der alten Headstone Mine. Aber du kannst dort nicht einfach so hineinplatzen. Die Mine ist fest verschlossen. Wenn es einen Weg dort hinein gibt, kennt ihn Chef Sanders. Er war Vorarbeiter bei Dahl, bis sie von hier abgezogen sind und ihn zurückgelassen haben. Du findest ihn bei der Kreuzung. Er behält dort die Banditen im Auge. Genau, und darum, meine Freunde, wir haben jetzt ein Speicherdeck für Waffenslots. Also haben wir jetzt 3 Waffenslots. Und können dementsprechend da jetzt den Clipper reinlegen. Ihr seht, coole Sache. Wie dem auch sei, Leute, das war's für dieses Mal von mir, von eurem Styx. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, dass es auch schon wieder eine kleine Verbesserung zum ersten Part war. Und dann sehen wir uns demnächst wieder bei Part 3. Ciao, ciao und noch einen schönen Tag oder Nacht, wie auch immer, wann ihr euch so ein Zeug eben reinzieht. Tschüss.